Eine Frage, die ich mir oft selber stelle: Führt mehr Diversität letztendlich immer wieder zur Leere, also zu dem Leersein, zu dem Leer der Dinge? Alle Dinge sind leer. Oder da, wo wir etwas vermuteten, da ist letztendlich nichts weiter als Leere. Das ist ja das, was uns zum Beispiel auch die Quantenphysik lehrt. Wenn wir hingucken, dann entsteht etwas. Weil das Hingucken ist darauf gerichtet, dass da etwas sein muss, geradezu. Wenn wir nicht hingucken, ist es nicht da. Aber lassen wir das mal außer Acht. Wir leben ja tatsächlich in einer Welt, in der wir immer differenziertere Zusammenhänge bemerken, begreifen, beweisen. Wir produzieren als Menschheit immer mehr Dinge. Was mich immer wieder verpriert, ich habe schon an einigen Stellen darauf hingewiesen, dass mittlerweile das Anthropogen Produzierte, in dem Sinne, was so Menschen machen können, was sie so schaffen können, bei weitem die Biosphäre überwiegt. Und die Biosphäre besteht aus dem Lebendigen, also aus Pflanzen, Menschen, Tieren, Viren, Lebewesen im weitesten Sinne, also aus etwas, wie ich ja so gerne sage, Beseeltem. Das ist Biosphäre. Das ist das, was praktisch auf diesem Planet Erde vorhanden ist. Natürlicherweise, als wenn wir es so nennen wollen, biologisches Material oder beseelte Existenz. Das finde ich frappierend, dass die Menschheit es geschafft hat, in diesen wenigen Jahrzehnten, kann man sagen, also 150, 200 Jahren, wenn wir großzügig sind, die Welt so zu verändern, dass das von Menschen Gemachte, inklusive dem berühmten letzten Schrei der künstlichen Intelligenz und diesen Geschichten, bei weitem überwiegt. Jeder von uns kann jederzeit einen Supermarkt betreten, ein Kaufhaus, das Internet, und bemerken, welche Artikel es gibt. Die Wahl der Qual ist ja heutzutage buchstäblich das Wesentliche. Wenn ich mich damit beschäftige, was soll ich mir kaufen, dann muss ich mich schneller als später, also früher als später, damit beschäftigen, ja, was mache ich jetzt mit dieser Auswahl von Möglichkeiten? Was ist das Beste? Was ist das Optimale? Was ist das Gescheite? Und so geht es immer weiter. Und das wird immer schwieriger, diese Entscheidung. Jeder kennt das, nicht? Wenn er sich ein Fotoapparat kauft, ein Handy kauft und so weiter, zu fragen und diese ewige Schlacht zu erfahren von Reviews, von Testen, von Vergleichen und all dem. Zu sagen, was ist denn jetzt wirklich das Beste und was ist das Günstigste? Und in dem Zusammenhang vielleicht dann auch die Frage, was brauche ich denn wirklich? Und viele Dinge, die divers angeboten werden oder diverser angeboten werden, seien wir mal ehrlich, brauchen wir nicht. Und so splittet sich die Welt immer mehr auf in das, was an Diversität vorhanden ist. Und das nicht nur in Konsumgüter, auf der Konsumgüterebene, sondern auch auf der Wissenschaftsebene. Das, was wir wissen, wird immer mehr und mehr und mehr. Das, was wir an Informationen haben, wird immer mehr und mehr. Und die Cloud-Speicher geraten an ihre Grenzen und dann gibt es wieder andere Cloud-Speicher und dann können wir es digital weiterverarbeiten. Aber es wird immer mehr und in dem Sinne diverser. Alles wird divers. Alles, was wir wissen, alles, was uns an Technik zur Verfügung steht, alles, was wir kaufen können, all diese Welt wird immer stärker, expandiert geradezu, vielleicht sogar explosionsartig. Und exponentiell, also wenn wir es mathematisch formulieren. Das heißt also, wenn wir es vergleichen, jetzt digitales Zeitalter vor 10 Jahren war nochmal ganz anders als in der Gegenwart. Und in weiteren 10 Jahren wird es nochmal anders sein. Und so weiter. Und die Frage ist, entsteht da eine Grenze? Das ist hier der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieses Podcasts. Entsteht da eine Grenze und damit ein Wendepunkt? Und ich wage es darüber hinaus zu formulieren, entsteht da so etwas wie das Bedürfnis nach Leersein, nach Leer und damit frei sein, nach endlich aufatmen können von diesen vielen, vielen Bildgewittern, Filmgewittern,
vielen, vielen Möglichkeiten und immer mehr Möglichkeiten, die da vorhanden sind. Potenzielles Wissen, das wir längst persönlich gar nicht mehr bewältigen können. Potenzielle Gebrauchsgegenstände des Alltags, die wir gar nicht kaufen können, selbst wenn wir das Geld hätten, würde das alles nicht reichen. Und deswegen so etwas vielleicht in uns als Menschen entsteht, eine, ich nenne es mal Sehnsucht, geradezu eine Sehnsucht nach dem Nicht, nach dem Weniger, nach dem viel, viel Weniger. In dem Sinne der gemeinten Leere, dem gemeinten Leersein. Leer werden können. Frei, nicht belastet, nicht diversifiziert, sondern still in dem Sinne auch, frei zu sein davon, mit weniger auskommen zu können, puristischer zu werden. Und es ist egal, in welchen Bereich wir hineinblicken. Ich wage mal einen Blick in die Schulen hinein. Dann ist es so, dass die Curricula immer stärker werden, immer diverser werden, dass Kinder immer mehr und mehr Angebote bekommen, Freizeitangebote, Schulangebote, alles mögliche Angebote von ihren Eltern, Spielzeug, all das, also vieles, kann einem ganz viel einfallen, was da ist. Und es nicht Wunder tut, dass die Kinder immer überforderter werden, dadurch immer launischer werden, und das Launische ist ja noch harmlos gegen das, was auch passieren kann. Nämlich, dass Kinder vollkommen überfordert sind und geradezu ausrasten und aggressiv werden und all das, weil es einfach zu viel ist. Und dann versucht man vielleicht sogar noch, die Entspannung in eine Diversität hineinzupacken, weil man merkt, oh ja, die Kinder müssen sich mehr entspannen, sie müssen mehr meditieren. Dann wird ihnen eine weitere konzeptuelle Diversität der Entspannung aufgepfropft. So, das kannst du lernen, das musst du auf die Art und Weise lernen. Man bemerkt gar nicht, dass es um etwas ganz anderes geht. Dass es nur darum geht, still da zu sein. Nicht ständig in dieser Hyperaktivität zu sein, die ja vorprogrammiert ist. Und es liegt nicht an Kindern, die Ritalin brauchen. Was ist das für ein Scheißdreck? Das ist ja nur kommerzialisiert alles noch von der Pharmaindustrie. Das kommt ja noch hinzu. Also alles kommerzialisiert ist, diversifiziert ist, immer differenzierter wird und wir eigentlich, seien wir ehrlich als Menschen, immer mehr an den Abgrund unserer Überlastung kommen. Und dann gerne in die Leere springen, aber wir wissen nicht, was uns in der Leere erwartet. Also indem endlich mal nicht mehr da zu sein. Also ich meine es nicht im tödlichen Sinne, also im aus dem Leben gehen, sondern einfach nur, ich möchte nicht mehr beansprucht werden von all dem. Ich möchte das nicht mehr. Sondern ich möchte frei sein davon und nicht mehr belastet von all dem. Also eine unheimliche Sehnsucht. Mir fällt es jetzt gerade vor den Sommerferien auf hier, was da für Anforderungen entstehen und entstanden sind und von denen man sich einfach nur noch befreien möchte. Ja genau, das kam gerade zum richtigen Zeitpunkt, dieses FaceTime-Audio. Ständig bist du beansprucht, ständig ist da etwas Diverses, was einen beansprucht. Und genau darum geht es eben, das nicht mehr zu machen. Sich nicht mehr darauf einzulassen, nicht mehr verfügbar zu sein in den sozialen Netzwerken, beim Telefonieren und so weiter. Und so arbeitet jeder oder viele, viele, viele Menschen unter einem wahnsinnigen Druck der Diversitätslast. Und ich glaube, genau das macht die Menschen kaputt und zerstört sie. Und sie bekommen dadurch noch mehr eine innere Einstellung, ich will das Ganze nicht mehr. Und gleichzeitig will man noch mehr davon, weil man denkt, ja, es ist halt nicht optimal genug, was ich habe, was ich mir da eingekauft habe, was ich mir in Wissen reingezogen habe, was ich an Schulbildung habe oder was unsere Kinder an Schulbildung haben. Und wir wollen noch mehr und verlangen noch mehr und geben immer noch mehr rein und sind dann natürlich in dem Wettlauf, der dann stattfindet. Immer noch mehr und mehr und mehr. Dabei geht es erstaunlicherweise um das Weniger, um den Abbau. Aber seien wir ehrlich, bauen wir als Menschen natürlicherweise ab? Verzichten wir natürlicherweise? Ich würde sagen, nein, natürlich verzichten wir nicht. Wir machen immer weiter.
Und da muss es eben andere Grenzen geben, die uns gesetzt werden. Ich sage das ganz bewusst, die uns gesetzt werden. Von was, von wem, von woher auch immer. Nicht Grenzen des Wachstums, Grenzen dieser Diversität, die entstehen. Ich möchte das nochmal betonen, das werden wir nicht freiwillig tun als Menschen, sondern es wird uns von irgendwas genommen, was auch immer das ist. Das ist die Wahrscheinlichkeit, ist sehr groß, von unserer Krankheit, von einer Naturkatastrophe, was auch immer es ist. Ich möchte da keine pessimistischen Dinge in die Zukunft hineinschreiben, aber es ist tatsächlich so. Es ist ein sehr grundsätzliches Thema. Scheint so profan zu sein, Diversität, ja, so ein bisschen Wirtschaftsbetrachtung. Es ist aber in Wirklichkeit viel mehr. Und wir haben als Menschen wirklich in den letzten 200 Jahren Dinge produziert. Und egal, ob es sich hier um Wissen handelt, Religion handelt, Spiritualität handelt, Methoden der Psychotherapie handelt, Warengruppierungen handelt, Verkehrswege, egal wo wir hinschauen, wo es einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr und mehr wird. Und wo die Sehnsucht, wenn wir ehrlich sind, wenn man es wirklich mal ehrlich betrachtet, immer stärker wird, das alles irgendwo auch hinter sich zu lassen, die Ruhe zu haben und all das. Und insofern könnte man tatsächlich geneigt sein, anzunehmen, um es einfach und fassbar zu machen, je diverser alles wird, desto mehr entsteht eine Leere daraus, natürlicherweise. Und wenn der Planet meinetwegen jetzt im Klimawandel oder durch sonstige Geschichten, die daraus resultieren, kollabiert, wie auch immer er kollabiert, dieser Planet Erde. Und niemand von uns wünscht sich das. Aber wir sind wirklich in einer Zeit, in einem Zeitalter angelangt, wo das tatsächlich eine Herausforderung ist. Und das ist kein Pessimismus, sondern wirklich so dieses natürliche, diese natürliche Gesinnung einer Erlösung, eines Erlöstwerdens von all dem, von der Möglichkeit. Weil alles Diverse, was wir als Menschheit je geschaffen haben, ist immer vollkommen begrenzt und niemals absolut und gut und vollkommen sinnvoll, sondern etwas steht dahinter, oder wir missachten, dass hinter all dem etwas steht, was ja nochmal etwas ganz anderes darstellt als das, was wir selbst produziert haben als Menschen. Und wie gesagt, der letzte Schrei ist die künstliche Intelligenz in dem Zusammenhang. Das ist so der letzte Schrei. Und ich vermute mal, das wird ein Riesenschrei, weil das könnte sein, dass sich das Internetzeitalter, das digitale Zeitalter dann umkehrt und die Leute sagen, wir machen so nicht mehr mit. Das könnte gut sein. Das ist eine sehr tiefe ethische, philosophische, transzendentale Frage, die sich da stellt, die da entsteht tatsächlich in der Form. So. Das heißt, je mehr ich eindringe in etwas, um jetzt vielleicht auch wieder so in machbare oder sichtbare oder vielleicht erläuterbare Positionen zu kommen, je mehr ich in eine Struktur einsteige, je mehr ich etwas mikroskopisch betrachte und immer weiter gehe. Und das, was in Heisenberg passiert ist in seiner Physik damals, ausgehend von der Physik, die damals da war, plötzlich zu sehen, da ist ja immer weniger, nicht? Da ist ja kaum noch was, da ist etwas jenseits der Atomstruktur, nicht? Und der Elementarteilchen-Zoos innerhalb der einzelnen Atome. Da geht es ja immer weiter, und das immer weiter bedeutet, es wird nicht diverser, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt einfach leer. Und wie er formuliert hat, unscharf. Das ist ja die unscharfe Relation. Das heißt, es gibt irgendwann mal einen Punkt, wo wir nichts mehr entdecken können in dem Sinne, dass es neu zu entdecken wäre, sondern die Sachen wiederholen sich schlichtweg von der Struktur her, von der Materie her. Und da gibt es etwas jenseits davon. Und genau das können wir eben nicht betrachten, weil das einfach nicht funktioniert. Und natürlich würden jetzt Kritiker sagen, weil es bisher nicht funktioniert. Klar, natürlich, wir können weiter eindringen, aber die Frage ist, kommt der Umkehrpunkt oder wo entsteht der Umkehrpunkt, der Wendepunkt? Wenn wir immer diverser werden, wir produzieren immer mehr, wir sehen immer mehr, wir wissen immer mehr und gleichzeitig
wird das immer leerer, nicht in dem Sinne von, was wissen wir wirklich, was ist wirklich wichtig, was ist entscheidend. Und da kommt es geradezu vielleicht zu einem Aufatmen-Moment, wo man aufatmet und tatsächlich ja, bemerkt, da ist ja gar nichts irgendwo, da ist nichts mehr und es muss auch gar nichts sein. Wir müssen nicht immer weiter was finden und entdecken und uns entwickeln. So, und ich glaube, an dem Punkt sind wir in der Menschheit mittlerweile angekommen. Und insofern lohnt es sich da mal ab und zu drüber Gedanken zu machen. Darum geht es ja hier. Einfach nur Gedanken machen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie divers wird es denn noch? Wie differenziert? Und welche Herausforderung entsteht dann, das ganze Diverse auch zu überblicken, zusammenzufügen und daraus etwas Griffiges zu machen für die jeweilige Entität, also für uns als Menschen, als die Persönlichkeiten, die wir sind. Und wir laufen Gefahr, immer weiter roboterisiert zu werden oder sonstige Dinge, die daraus entstehen, und uns selber zu verlieren in unserer Sinnhaftigkeit. Das ist die Sinnhaftigkeit eines jeglichen Lebens, einer jeglichen Existenz, die ja so wichtig ist. Und wir diversifizieren immer alles weiter. Bitte Leute, wo soll das enden?